Bei uns gibt es zum Abschluss jetzt noch Kartrennen und zwar im Vorfeld der IDM hier am Red Bull Ring. Am Freitagabend fand also ein Kartrennen statt. Wir sind bei der Gruppe der Yamaha R6 Kartpiloten. Cesco Raffin holte sich in den 5 Minuten Training die Bestzeit. Sie sehen immer die Nummern vor Robert Neubert, Marco Wiesack, Ivan Wiesack, dann zu Pančić, Wiederkehr, Wieso, Bollen, Engelen, Patrick Wieso und Kuhn Zählen. Also Sie haben die Nummern gesehen, damit wir zumindest ungefähr wissen, wer in diesem Kart ist. Cesco Raffin, das ist der junge Mann ganz, ganz vorne, der also hier die Trainingsbestzeit gefahren ist. Sie sehen es oben eingeblendet. 10 Minuten werden hier gefahren in diesem ersten Rennen. Es gab ja auch noch ein zweites, dazu kommen wir dann später. Cesco Raffin also mit dem besten Start, kam gleich super weg vor auch Robert Neubert oder auch dem Kart mit der Startnummer 17. Und die 17, das war Marco Wiesack. Also hier schon deutlicher Vorsprung für Cesco Raffin in der ersten von insgesamt 10 Minuten, also 10 Minuten Fahrzeit. Vorher gab es 5 Minuten Training, da musste man natürlich versuchen, die schnellstmögliche Runde zu fahren. Und das gelang eben Cesco Raffin mit einer 23.660. Rang 2 ging dann Robert Neubert 23.809. Dann haben wir Marco Wiesack gehabt auf Rang 3 23.857. Und so hat sich das also hier zusammengesetzt. Insgesamt, wenn man es schnell überflogen hat, 11 Fahrer hier am Start gewesen und es war eigentlich eine ganz spontane Angelegenheit. Man hat sich überlegt, hey, wir haben hier eine Kartrennstrecke direkt vor dem Haus. Zum einen Outdoor, direkt neben der Strecke, und Indoor, diese Karthalle, die ja mit dem Auto ungefähr 5 Minuten entfernt war, also 5 Minuten aus dem Fahrerlager raus, und dann war man schon hier und dann konnte man eben richtig heizen. Insgesamt gab es 3 verschiedene Gruppen, einmal den Yamaha R6 Dunlop Cup, dann den ADAC Junior Cup und auch noch eine Gruppe mit Mechanikern und Teamchefs der verschiedenen Teams aus der IDM Supersport oder eben aus dem R6 Cup. Und wir sehen es qualmen bei Cesco Raffin, der hier ja deutlich führt, aber das Kart mit der Startnummer 13, das wollte hier zu diesem Zeitpunkt nicht mehr so richtig. Dann hat es mal wieder kurzzeitig aufgehört, aber schauen Sie mal, das geht gleich wieder los und jetzt, geht eigentlich nur noch zu schauen, wie lang das denn noch überhaupt fährt. Deshalb hat man sich kurzfristig überlegt, hey, wir tauschen einfach mal das Kart aus. Natürlich wurde das Rennen hier dafür nicht extra angehalten bzw. unterbrochen, sondern das Ganze musste während des normalen Rennbetriebs geschehen. Und deshalb musste Cesco Raffin seine Führung also hier wieder abgeben, musste sich ein neues Kart holen und musste dann natürlich seine Führung herschenken und hinterherfahren. Sie sehen es, es qualmt richtig, da ist auch ein bisschen Öl rausgekommen, deshalb war es dann ab und zu in den Kurven doch etwas rutschiger, aber für ihn natürlich ärgerlich. Er zeigt hier an, was er gerne möchte, dass er nämlich ein neues Kart bekommt, und das wurde dann also in der nächsten Runde auch umgesetzt. Wir befinden uns ja schon in der dritten von insgesamt 10 Minuten, das heißt, seine 2 Sekunden Vorsprung sind dann dahin. Und er muss sich also erstmal ganz, ganz hinten wieder einordnen. Hier haben wir das Kart mit der Startnummer 14, das ist Dominik Wieso. Haben wir gut erkannt an diesem weißen T-Shirt, ist eigentlich der einzige gewesen, der gut zu erkennen ist, neben Cesco Raffin. Durch das viele Rot an seinem Helm konnte man ihn noch gut erkennen, aber ansonsten, ja, war es relativ schwierig. Also man musste immer sehr, sehr auf die Nummern schauen, dann bei diesen Lichtverhältnissen auch ab und zu etwas schwieriger, aber der Spaß stand natürlich hier auch im Vordergrund, also es ging ja mehr oder weniger darum, einfach sich ins Kart zu setzen, ein bisschen gegeneinander fahren und dann mal schauen, was rauskommt. Die 17 vor der 11, die 17, das war Marco Wiesack, und die 11, das war in diesem Fall Reto Wiederkehr. Also Reto Wiederkehr, der Schweizer aus dem Yamaha R6 Dunlop Cup, hält hier ordentlich dagegen und musste da allerdings gegen Marco Wiesack sich hier heftig erwehren, denn da ging es ja auch um die ersten, um die vorderen Positionen. Dann hier Patrick Wieso mit einem kleinen Fehler in dieser Spitzkehre und verlor dann gleich mal 3 Positionen gegen Wiederkehr, der sich da beschwert gegen Marco Wiesack. Und auch Dominik Wieso ist da gleich noch mit durch. Also gleich mal eine Vierergruppe hat sich dort gebildet, ungefähr bei Rennhalbzeit. Und Cesco Raffin, der bekam dann das Kart mit der Startnummer 9. Werden wir sicherlich auch gleich nochmal im Bild haben. Also es war relativ schwierig,
für ihn, sich dann wieder nach vorne zu kämpfen, denn er hatte natürlich schon einen ordentlichen Rückstand. Das Ganze hat mächtig viel Zeit gekostet. Patrick Zupančič mit dem Kart mit der Startnummer 15 hier im Rennen mit dabei. Und wir schauen mal, wie es dann in der Wertung aussieht. Natürlich durch die vielen Überrundungen, durch die vielen Überholmanöver und durch diese Kollisionen hier wurde es dann relativ schwierig. Dominik Wieso freut sich da, denn der hat davon profitiert, dass sich Wisak und Reto Wiederkehr da überhaupt nicht einig waren in dieser Kurve. Und damit im Moment mal Zweiter, denn es führt aktuell Patrick Zupančič, der Mann mit der Startnummer 15. Und dahinter dann dieser spannende Kampf um die Positionen. Ivan Wisak ebenfalls noch ganz, ganz vorne mit dabei. Also die 7 und die 15 auf die beiden Karts, da muss man drauf achten. Die werden das Ganze wohl unter sich ausmachen. Cesco Racine ja leider hier aus dem Rennen. Ebenfalls ja noch mit dabei der Belgier Ben Bollen mit der Startnummer 6 hier am Start. Mit dem Kart Nummer 6. Er hier also auch mit dabei. Und hier haben wir mal Cesco Racine mit dem Kart mit der Nummer 9. Da dürfte das gegen Patrick Wieso sein, gerade hier dieses Duell. Versucht eine etwas andere Linie, aber es war natürlich schwierig, da an den Leuten vorbeizukommen. Beziehungsweise er musste natürlich auch noch Runden wieder gut machen, denn eine Runde dauert hier ja gerade mal ungefähr 22, 23 Sekunden. Und da verliert man natürlich bei so einem Boxenstopp doch schon deutlich. Also er versuchte trotzdem hier alles. Scheiterte knapp am Streckenrekord hier in diesem zweiten Teil des Rennens sozusagen für ihn mit diesem neuen Kart. Und da hinten hat er nächste Probleme. Schauen wir mal, das müsste Ben Bollen sein mit der 6. Also Ben Bollen, der hier in dieser Spitzkehre. Es gab ja dann auch noch ein zweites Rennen über 15 Minuten. Und da hatte dann Cesco Racine definitiv mal die Nase vorne. Das haben wir allerdings nicht im Video, also das sage ich Ihnen jetzt einfach mal so. Cesco Racine gewann das zweite Rennen dann doch relativ eindeutig. Hatte auch versucht, den Streckenrekord zu knacken. Hat nicht ganz funktioniert, also war da minimal langsamer gewesen. Aber war so schon richtig ordentlich schnell. Und in den anderen Gruppen, beispielsweise im ADAC Junior Cup, da ging es richtig heftig zur Sache. Hier war mal die 7 im Bild, Ivan Wisak. Also, da ging es richtig heftig zur Sache. Die zerlegten teilweise hier die komplette Strecke. Sind da gegen die Begrenzungen gefahren und der Streckenbetreiber, er konnte einem ja schon fast ein bisschen leid tun. Also, der war richtig verzweifelt teilweise. Hat immer wieder gesagt, passt ein bisschen auf, aber irgendwie wollten sie in allen Klassen, also da braucht man eigentlich keine Klasse ausnehmen, nicht so richtig hören. So. Das andere Rennen, das gibt es dann auch nochmal als Video, auch nochmal 10 Minuten, da unter anderem dann IDM-Serienmanager Jochen Schäfer mit dabei oder auch Michael Ferger, der das Ganze hier ein bisschen eingerührt hat und natürlich auch dafür zuständig ist, dass die Maschine von Cesco Racine in diesem Jahr so schnell unterwegs ist. Er beispielsweise mit dabei, dann haben wir vom Vector Racing Team noch zwei Mann dabei, dann haben wir vom Kerin SKM Racing Team, also von Knobi und Lino, auch noch welche dabei. Dann haben wir noch Gerald Pfund dabei, der durchaus ja auch hier im R6 Cup hätte mitfahren können. Fährt ja also auch in der kompletten Saison den Yamaha R6 Dunlop Cup, aber ja, 11 Gespanne, das reicht dann auch. Kuhnzählen haben wir hier hinter Dominik Wieso mal im Bild gehabt, den hatten wir kaum gesehen hier in diesem Rennen. Und wir sind in den letzten beiden Minuten vorne an der Spitze. Da versuchten also Zupančič und Ivan Wisak sich den Sieg zu holen. Hier haben wir die 7 Ivan Wisak gehabt gegen die 17. Und die 17, das ist Marco Wisak. Also da geht es noch um Position 2. Patrick Zupančič, der ja hier am Wochenende im Yamaha R6 Dunlop Cup auf dem zweiten Startplatz fahren konnte, der zeigte schon, dass er für dieses Wochenende gut in Form war, denn er holte sich hier den Sieg, da brannte nichts mehr an und Cesco Racine, ja, war schon ein bisschen traurig im Nachhinein, denn er wusste, er war hier eigentlich am Anfang immer der Schnellste, hier klettert er einfach mal durch, ja, da war sich Dominik Wieso mit dem anderen Fahrer nicht ganz einig, das konnte Cesco Racine da gleich mal ausnutzen,
und hält dann gegen Patrick Wieso noch gut dagegen. Und damit sind wir in der letzten Minute, also gleich ist es hier vorbei. Nach 10 Minuten kam dann das schwarz-weiß karierte Tuch, die Flagge raus und dann war dieses Rennen vorbei. Und dann schauen wir natürlich noch aufs Endergebnis. Also es war eigentlich wirklich nur eine Spaßveranstaltung. Natürlich schon mit so ein bisschen sportlichen Ehrgeiz, denn das sind ja alles Rennfahrer. Da will sich keiner eine Blöße geben, aber letzten Endes ging es halt wirklich hier um den Spaß. So, und damit schauen wir auf die letzten Sekunden. Gleich, wie gesagt, die 10 Minuten Renndistanz vorbei. Jetzt sind wir sozusagen in der letzten Runde. Jetzt sehen es oben die Zeitanzeige aus. Das heißt, jetzt jeder, der durchkommt, wird abgewunken. Und damit haben wir dann auch ein Endergebnis hier in diesem Kartrennen der Jungs vom Yamaha R6 Dunlop Cup. Und da schauen wir dann nochmal drauf. Schon mal der Hinweis, sie müssen von links nach rechts lesen, Reihe für Reihe. Also praktisch die ersten drei, die nebeneinander stehen. Das sind die ersten drei Positionen. Unten drunter geht es dann weiter mit 4 bis 6. Und hier haben wir es im Bild. Also Patrick Zupančič vor Ivan Wisak und Marco Wisak. Dann auf der 4 Reto Wiederkehr, auf 5 Dominik Engelen, Robert Neubert auf Rang 6, Kuhn Zählen 7, Dominik Wieso auf der 8, Ben Vollen auf der 9 und Patrick Wieso 10. Cesco Raffin am Ende 11.